So. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, wenn du nicht wieder verfolgt wirst von irgendwem, ne? Also. Naja, ich hab jetzt erstmal keine andere Möglichkeit hier. Ich kann hier unten nichts aktivieren. Oh Mann, oh. Ich will nicht so weit nach oben. Kann ich hier drin? Ja. Nee. Ich kann sie nicht verstecken. Rein, ist einfach. Ja. Das macht mir jetzt schon Angst, wenn ich mich da verstecken kann. Oh je. Hallo, komm in Frieden. Okay. Was geht denn bloß bei euch ab, Alter? Was geht denn bloß bei euch ab? Henning, muss mal sagen, hier, deine Sexpuppenstellung finde ich äußerst fragwürdig. So, hier haben wir einen roten Knopf. Ach. Soll ich erstmal, guck erstmal kurz, was hier ist, bevor ich diesen roten Knopf drücke. Zu. Zu. Sind da Hunde drin, ne? Na. Im besten Fall sind es Hunde. Ich tippe eher auf Schlimmeres. Okay. Drück drauf. Ein Push the Button. Geschrieben. Oh Gott. Ja, da hinten ist eine Tür aufgegangen. Genau da. So schön. So schön. Ganz toll. Ach Gott, Alter. Man hätte damit rechnen können, aber dennoch hat's mich erwischt. Also okay. Folge den Äpfelkrümeln oder oder einfach nur den Äpfeln. Genau. Den Äpfelkrümeln. So, was ist mit dir? Du machst den Tänzchen? Auf geht's. Ja. Hol den Pokal, Stevie, hol ihn! Hol ihn! Da ist er! Ich hab ihn! Die Schale, den Pokal, die Trophäe! Den Kelch, den Bottich! Ich meine, wer baut denn sowas? Look, there's something there. Oh nein, mein Feind, der Schalter ist wieder da. Oh Gott. Aber guck mal hier, first try. Siehste, geht doch. So, jetzt. Du holst jetzt den Pokal. Er versucht's. Du schaffst das. Nein. Hat er nicht geschafft. Du warst so knapp davor, Mann. Over there. Can't you see it? Also ich raff das nicht. Ja, ich verstehe auch nicht. Also wir sind auf dem Schiff. Wir haben blinde Passagiere. Dieses Schiff wurde aber eben halt als Film... Als Filmkulisse genutzt. Genau. Oh, schön. This isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Also das Einzige, was ich mir bis zu dem Zeitpunkt vorstellen kann, ist... der heilige Karl? Schön. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass als wir hier als Filmstar diese Dreharbeiten hatten, ja, sind wir eventuell schuld daran, dass diese Kinder erwischt worden sind. Und mit denen irgendwas Schlimmes passiert ist und wir das halt einfach nicht auf die Kette kriegen. Okay. Kann mich jetzt total irren, aber ansonsten wüsste ich nicht, auf was das jetzt hier abzielen soll, irgendwie. Was kann ich jetzt hier mal einen Schluck trinken? Nee, geht nicht. So, jetzt. Okay, geht's wieder. Wir haben da hinten wieder deinen Lieblingsschalter. Das war gar kein Problem. Sehr gut. Ah. Wie ich das gemacht habe, wa? Ja, den Trick raus. Wie ein großer. So, sieht mir aber auch nicht so sinnvoll aus, irgendwie. Was soll der Quatsch? Vor allem, wo willst du hin? Naja, also außer im Kreis laufen. Es gab keine Alternative. Ja. Hat ja noch die Hoffnung, dass jetzt hier irgendwie plötzlich eine Tür auftut, wie die hier.
Nee, okay. Ja, da war doch gerade übel. Ach, warte mal, ich muss warten, bis sie da ist. Jetzt! Wuhu! Weird. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Captain ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den Schwarzen Wanderer. Kapitän Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark sein wäre, wie er ist, wird, bin, kann. Das ist gut. So. Mir ist einfach Legastheniker lesen, der Kanal. So, und wir entsättigen schon wieder, Benny. Wir entsättigen schon wieder. Aber das Setting gefällt mir. Also zumindest das, was auf dem Tisch steht. Na, du hast so ein Faible für Kamine, ne? Hab ich mal so in Teil 1 schon so mit rausgehört. Also Kamine, die haben schon was. Oh Gott. Ja, das ist der Subbass-Kanal. Okay. Müssen wir wieder Fahrstuhl fahren? Wir müssen wieder Fahrstuhl fahren. Nein, das ist eine Treppe. Oh, jetzt kommt aber hier so eine Geigenkitzler. Nee. Das ist schon atmosphärisch jetzt. Das ist schon geil. Okay. So, ich folge mal hier der Klumpeck-Spur, wa? Was? Deine Taschenlampe. Oh, shit. Oh, shit. So, ich sehe einen brennenden Sarg. Ich möchte ihn tatsächlich nicht näher kommen oder öffnen. Na, nö, nö, nö. Oh, es ist ein Open Gate. So, was haben wir hier? Huh? Was ist das? Ich hab. Es ist mir wurscht. Was? Ah. So, der sagt. Was passiert hier alles? Ich würde es gerne sagen können, Benny, aber ich kann mir nur vorstellen, dass wir jetzt hier gerade ein Horrorfilm-Setting haben. Irgendwie. Wir gehen alle unsere Filme durch, die wir gemacht haben. Und das war jetzt gerade irgendwie der Graf von Monte Cristo oder irgendwas. Nee, natürlich nicht der Graf von Monte Cristo, aber halt irgendwie Graf Dracula irgendwie auf Mallorca. So, okay. Haben wir hier nochmal, haben wir noch ein Kreuz. So. Wieder auf Dead Low. Leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neuen Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dies als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft! Ihr Sicherheitsbeauftragter. So, ja, ihr Lieben, falls euch das jetzt hier ein bisschen zu drüber ist hier mit meinem Vorlesen, dann Pech habt. Dann ist es so. Dann müsst ihr mit leben. So. Obwohl ich sagen muss, Benny, dass das bis jetzt noch nicht allzu viele gruselige Stellen jetzt in dem zweiten Teil gegeben hat, muss ich sagen. Nee, das stimmt. Die Dinger, die haben ja schön geknallt, die fand ich auch ziemlich cool. Ja. Also das jetzt hier mit diesem Geigengekitzel, das fand ich auch ziemlich geil. Der Hund war fies. Aber bis jetzt hält es sich so mit dem Horrorfaktor noch in Grenzen. Ja, was mich so für mich schlimm, also kurzzeitig mal war dieses Geklopfe von diesem Jungen oder jungen Puppe oder ich habe keine Ahnung, ob das ein richtiger Junge war. Er sah ein bisschen creepy aus. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there in the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Jo. Köstliche Konserve mit
Thunfisch oder irgendeiner Schmanze. Schön. Der gute Thunfisch. Lecker. Ich denke, du isst kein Fisch, Benni. Nee, mach ich auch nicht. Aber meine Katze würde sich freuen. So, du hast jetzt gerade ein Geister deiner Katze gesprochen. Richtig. Oh Gott. Hey, nö, nö, nö. I'm running free, yeah. I'm running free. I'm running. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Ich muss mir ja, renn jetzt hier weiter. So, schnell. Danke. Was ist denn da? Ist eine Tür. Da ist eine Tür. I open the door. Schnell. Das lief doch gut. Nee, lief nicht so gut als andere Richtung. Ah. Was? Wo? Beiseite. Warum kann er nicht? Wenn ich sehe nichts, Alter. Ich sehe gar nichts. Gar nichts. Ich auch nicht. Ja, hat mich. Okay. Was auch immer er ist. Aber... Ja, der Tod. Der Tod muss wunderschön sein. Okay. Also anscheinend darfst du nicht zu nah an den Puppen stehen, ansonsten machen sie nicht ihre Bewegungen so aus. Ja. Aber wo du am Ende hin musstest, war mir jetzt auch... Also, hä? Ich wäre jetzt auch da reingerannt. So, ihn haben wir aus... Ihn haben wir getriggert. So. Dankeschön. Dankeschön. So, Problem ist hier... ist eine Tür. Okay, ich hab die Tür ja nicht erkannt. Ich auch nicht. Was? Ach, jetzt sind wir wieder in unserem Filmraum, oder was? Jawohl. Oh Gott. Mach das weg. Ach, mach das nicht groß, mach das weg. Was? Ah, das ist aber schon ein bisschen... komisch. Hier, okay. Tanz jetzt nämlich um den Stuhl rum. Ah, solch eine Gelegenheit, solch eine Verantwortung zu befreien, was so lange gefangen war. Ich kann es jaulen hören, im Käfig rütteln, voller Verlangen, endlich auszubrechen. Tja, redet er jetzt von sich selbst oder von irgendwas, was in ihm ist oder... Vielleicht ist es seine Rolle oder er weiß selber nicht mehr, wer er ist. Identitätskrise wegen Schauspieler und so? Das kann sein. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass sich da Leute irgendwie in ihren Charakter verlieren. So, was... Kann jetzt das Pampelmusengesicht nochmal hier schalten? Okay, gut. Und immer wieder kommt das Ding. Was, wenn du bei den anderen Bildern bleibst? Also wenn jetzt eins zurückgehst oder so? Warte mal, geh mal eins vor. Und noch eins. Unten rechts war irgendwas. Oder war nichts? Okay, schade. Da ist was. Ach, ist ja schön. Wie, sollst du jetzt... Was? Ja. So sieht's aus. Benni, du summst diesmal. Ich weiß nicht, wie die Melodie geht. Was denn? Warte, du weißt nicht, wie die Melodie von Metal Gear Solid geht? Du hast ja zweimal durchgespielt. Ja, mehrmals. Ich hab's sogar. Dir tausendmal vorgesungen schon. Love is a marriage, love in the marriage. Okay, war nicht das Richtige? Schade. Kein gutes Teamplay, Benni. Weil ich die Melodie nicht weiß. Du kennst doch die Melodie. Ja, warte, jetzt möchte ich danach googeln.
Ich hab's voll vorgesungen. Ja, ich merk mir das doch nicht. Ach, nee. So, aufmachen. Und aufmachen. So. Na, hallo? Oh je. Oh Gott. So, wir haben hier eine Ratte und wir haben Kohle auf der anderen Seite. Oder Dreck. Bring doch mal die Ratte. Ja, können ja nur die Ratte nehmen. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Darin gebissen oder was? Nein, vielleicht sind wir so ja James. Okay. Benny, vielleicht sind wir so ja der Junge. Der Quartiermeister, quasi. Meinst du? Naja, kann auch sein, dass wir halt, das Ding ist schon lange hier irgendwie komplett im Arsch, das Schiff. Ist irgendwo, keine Ahnung. So, jetzt können wir die noch. Und wir sind aber immer noch an Bord. Oh, sie leben noch. Ist bitter. Ich muss weg. Recording. And everything is at stake. And lies hang in the balance. Reason becomes weakness. Also, ich finde die Stimme schon ziemlich geil. Trust your instinct. Instinct. Aber auch so. Ich noch. Instinct. So, hier ist also Recording, ja? Ich hoffe, ich störe ihn. Take aus, vorbei. Hau uns ab. Okay. Instinct or reason. Tja, Instinkt oder Vernunft. Instinct or reason. Wofür sollen wir uns denn jetzt entscheiden? Trust your instinct. So, Chat. Instinkt oder Vernunft. Ihr entscheidet. Weißt du denn, was was ist? Naja, ich denke mal... Oh. Okay, du hast anscheinend nicht so viel Zeit. Na, das wiederholt sich, glaube ich, einfach nur, oder? Meinst du? Trust ja. Naja, nehmen ist quasi Instinkt und Vernunft ist auf ihm. Also, lieber Chat, hier muss sich niemand für Interaktion schämen. Für was sollen wir uns entscheiden? Sollen wir uns dafür entscheiden, ihnen das Schnitzel wegzunehmen? Unserem Instinkt zu folgen, weil wir selber Hunger haben? Oder sollen wir aufgeben? Der Vernunft? Amalio schon mal für nehmen. Walten lassen. Er will einfach nehmen. Also Instinkt quasi. Die Oma ist auch für nehmen. Okay. Okay, cool. So, da sind noch ein paar andere Leute im... Ah, hallo Jojo, grüß dich. Siehst du, Jojo ist auch für nehmen. Tip the scale. Steht schon 3-0 für nehmen? Ich bin ja für aufgeben. The life that was to be. The life that never found its flame. Weak. Weightless. Worthless. Haben wir jetzt zu lange gewartet? Achso, ich dachte, du hast was ausgewählt. Nee. Wurde gerade. Das dauert. Tja. Dann haben wir jetzt irgendwas ausgewählt. Wir wissen aber leider nicht was. Tja, who knows. Naja, vielleicht haben wir Instinkt gewählt. Ich weiß es nicht. Schade. You didn't take it. Your star. Okay, wir haben also nicht Instinkt gewählt, sondern Vernunft. Automatisch. You let it go. You regret it.
Na schön. Chat, ihr seid schuld. Ich hab so lange gebraucht für die Antwort. Deswegen wird der kleine Junge sterben. Jetzt schiebt er alles auf den Chat. Nee, ich schieb's auf dich. Okay. So. Ich hab ja auch gesagt, aufgeben. Hm, schön. Eine Biene? Mit lauter Äpfeln? So, sehr schön, sehr schön. Das kommt auf jeden Fall an den Kühlschrank genehm. Okay. Weiter geht's. Ach, schon wieder dieser Junge. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Oh je. Na, mein Kleiner. Hoppala. Naja, schon unheimlich. Ja, so ein bisschen. So, locked. Ich raff auch den Progress hier überhaupt nicht. Wir stolpern hier wirklich von einer Szene nur in die andere rein, ohne dass du wirklich spürst, dass du hier irgendwie vorwärts kommst. Oder wie du vorwärts kommst irgendwie. Das ist, wenn jetzt das Spiel plötzlich zu Ende wäre, so würde man denken so, was war denn das hier gerade? Oh, und nochmal ein Poster. Wir klauen natürlich erstmal nochmal ein Poster. What is forever, if not merely a prolonging of misery? I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. Vor allem, wie du ihm die Taschenlampe vorziehst. Ja, ne, ich bin dafür bekannt, sag mal, Kinder zu provozieren. Nur mit Taschenlampen. So, jetzt haben wir ein Bild. Mal wieder. Ja. Schön für uns. Ne? Dann gucken wir mal, was der kleine Damien draußen macht. Oh, was ist hier noch? Ah, oh, unser Sicherheitsbeauftragter wieder. An alle Offiziere, ich ordne hiermit an, die Vorräte an einem Ort mit erhöhter Sicherheit im oberen Frachtraum zu verlagern. Ich erwarte, dass im nächsten Bericht die Sicherheit aller Vorräte nachgewiesen werden kann. Damit erkläre ich das Thema für beendet. Beendet, sag ich! Entschuldigung. Ah, siehst du, jetzt ist er weg. Ja, weil du ihn verärgert hast mit der Taschenlampe. Ja. Da vorne ist er noch. Und er hat seine Schlüsselkette gefunden. Ich freue mich. Damien! Oh, Gulden. Na, hör mal. Das ist der Piratenschatz. Die Gude. Überall ein bisschen Gold hier. Finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Okay. Ja, ja. Okay. Also, würde mir gefallen. Schön. Money, 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 money. Oh, was haben wir denn da? Ei. Ja, aber das ist jetzt nur ein Füllefanz, oder? Das wird da jetzt nicht sein, oder? Was soll uns das jetzt hier sagen? Nee. Lauf durch 3 Checkpoints und du bist irgendwann am Ziel, oder? So ungefähr. Du musst erst laufen. Kreuz. Ja, genau. Rennen das verkehrte S. It's no good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer, the Slayer of the Cyclops, the Seeker of the Flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Okay. Ja, du hörst doch immer nur von den beiden, ne? Von niemandem anderen hier. Höchstens noch vom Sicherheitsbeauftragten. Aber ansonsten ist hier mal vorbei. Wer sagt eigentlich, dass wir Mann spielen? Kann auch sein, dass wir der Captain sind. Kann auch sein, klar. So, da oben ist nochmal der Heilige Gral. Der Gral der Grale. Greif ihn dir. Ich hol ihn mir. Beiseite. Pack. So. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil er ist unfähig zu klettern. So, was ist mit dir? Kannst du mir den holen? Danke. Ja, da muss man nochmal über Leichen gehen. So, weg mit dir.
Das ist schon metaphorisch klar, worum was das geht. Ich habe ihn. Ein Schatz? Ja, so genauso sieht's ja aus, Alter. Genauso sieht's ja aus. Schön, eine kleine Nordsee-Party hier. Wunderbar. Dann gucken wir uns mal um. Das muss doch richtig schön riechen. Das muss richtig krass stinken. In so einem geschlossenen Raum. Oh, pfui, ey. Dieses Sivi wollte ich auch schon mal fragen. Hast du eigentlich mal dieses, was ist das, schwedische, norwegische? Ja, Soströmer, ja. Ja. Mhm. Hast du schon mal gegessen? Mhm. Ach du Scheiße. War eine Kumpel beim Party. War eine Party beim Kumpel. Und er hatte das tatsächlich von seiner Kollegin geschenkt bekommen, so zum Ende von so einer Spezialausbildung. Ja. Und die hat gesagt, okay, pass auf, hier, das ist so ein schwedische Spezialität. Wir wussten natürlich alle, was dieser Zoströmer ist. Aber sie hat gesagt, pass auf, wenn ihr das esst, dann müsst ihr das halt schon auf die traditionelle Weise essen. Ja, mit Knäckebrot, Zwiebeln, Sauerrahm und halt ein Wodka dazu. Mhm. Ja, haben wir gemacht. Das Problem an der Sache war halt einfach nur irgendwie, dass du aufgrund des Knäckebrots das nicht einfach schnell runterschlucken konntest, sondern du musstest das kauen. Und oh. Dann hat sich erstmal dieses Aroma, ja, dieses schlimme Aroma in deinem kompletten Mund erstmal verteilt. Und dann ist dir erstmal aufgegangen, was du da überhaupt in der Gusche hast, Alter. Also, keiner hat gekotzt, aber ich war kurz davor. Ich hätte das wahrscheinlich noch nicht mal riechen können oder so. Nee, riechen konntest du das ja nicht irgendwie. Wir haben das draußen gemacht, der Rest hat alle drin gestanden hinter der Scheibe irgendwie und alle gefilmt wie die Penner. Genau, da wäre ich auch hinter der Scheibe gewesen. Und wir sind immer kleiner geworden da draußen, so wir vier Typen, wisst ihr? Schön. Zweiter technischer Offizier. Requierungsoffizier. Requierungsoffizier, was ist denn ein Requierungsoffizier? Was requiert er denn? Was ist requieren? Ich kenne nur Requisite, aber... Ich kenne nur akquirieren. Egal! Ich weiß, dass sie ihren Befehle haben und ich möchte ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Ich würde die ganze Nahrung sogar verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Ja. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldig. Die Schichten werden länger und nun müssen sie auch noch mit weniger Essen auskommen. Sie sind anständige, gottesfürchtige Männer. Nicht ein Dieb unter ihnen. Aber wenn der Magen knurrt, kann das ganz schön reizen. Ja. Ah. Dead slow. Hab ich schon. Scheiß. Okay. So, gehen wir mal hier, wo es nach Alien aussieht. Schön. Und runter mit uns. Junge, bist du hier? Hallo? Oh, der Schatten. Ja, das ist die Ratte. Ja. Das ist cool. Das ist schön gemacht. Sieht wirklich unheimlich toll aus, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Zwar hier auf 360p, aber... aber sieht gut aus. Maybe there's some food here. Come on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run! Matt? Oha. Okay, also immer schön verstecken. Gar nicht so schlecht, Stevie. Ja, das, als hätte ich mir mal ein Video dazu angekickt. Also, Respekt. Oh, hier haben wir wieder eine Szene. Oh. Ja, du kriegst wieder Schaden. Das ist gar kein Problem. What? Ach du Scheiße. Oh shit, das ist nicht gut. Ja, tot. Da bin ich nicht mehr wegkomme. So, also gleich nach links. So.
du machst halt, Oh, so ein bisschen Platz. Egal. Welchen dein Schreibtisch? So, das ist der Plan. Aber wohin? Wohin nun? Captain, mein Captain, wohin? Zum nächsten Schreibtisch, da geradezu. Genau, da. So, hier sind irgendwelche schönen Sachen aufgemalt. Ist jetzt die Frage, müssen wir Richtung Licht oder müssen wir nach hinten? Ich würde mal, glaube ich, eher sagen Richtung Licht oder irgendwas. Oh, am Klavier. Da vorne war auch noch eine Figur, aber die kannst du wahrscheinlich auch ignorieren, weil du brauchst ja wahrscheinlich nur durch die Tür da gehen. Ich würde es mal probieren. Oh, alright. Sehr gut. We got it. Nice.